Yes, Leute, was geht ab? Das letzte Video, was ihr gesehen habt, war wahrscheinlich vorgestern das 10.000 Abonnenten-Video. Wirklich crazy, es freut mich, das ganze positive Feedback, auch eure Ideen. Und bevor es morgen früh um 6 Uhr losgeht mit der ersten Montagsmotivation, hier noch ein kleines Informationsvideo für euch. Und zwar werden wir aufgrund der immer noch leider sehr schlechten Lage für uns Basketballer, kein Teamtraining, keine Hallen sind auf. Und ja, ich habe mich gefragt, was kann ich euch bieten? Und viele von euch erinnern sich, beim ersten Lockdown gab es Online-Training auf Instagram, beim zweiten Lockdown gab es Online-Training live auf Instagram mit mir. Und natürlich die YouTube-Videos hier, die Corona-Home-Workouts, ohne zu dribbeln, habe ich euch mitgenommen und eingeladen, einfach kleine Workouts von zu Hause, für euch zu machen. Und genau da wollen wir jetzt hier auch mit dem Basketballatelier anknüpfen. Und zwar gibt es das erste Live-Online-Workout hier aus dem Basketballatelier zu euch, wo auch immer ihr seid. Vielleicht die Hauseinfahrt, vielleicht der Freiplatz, vielleicht irgendein Stück freie Fläche, wo ihr dribbeln könnt. Denn es wird nicht nur um Ballhandling gehen, und da kommen wir direkt auf die Inhalte zu sprechen, sondern es wird um Dribbling gehen, es wird um Footwork gehen, es wird um koordinative Übungen gehen. Und genau damit gehe ich an den Start, und zwar am kommenden Freitag, am 30. April von 18 bis 19 Uhr, eine Stunde Live-Workout. Und alles, was ihr braucht, ist ein Basketball und 4 Flaschen Wasser, nicht weil ihr irgendwie 4 Liter trinken werdet innerhalb von einer Stunde, weil es so super anstrengend ist, sondern eine Flasche Wasser solltet ihr in der Tat für die Pausen bereithalten, und die anderen 3 Flaschen Wasser könnt ihr auch durch Hütchen, durch Cones ersetzen, aber wenn ihr keine habt, dann tut es auch eine Flasche Wasser. Also 3 davon, eine zum Trinken und ein Basketball, und dann seid ihr eigentlich ready. Diesmal wird das Ganze das erste Mal nicht kostenlos sein. Das heißt, bis jetzt habe ich sowieso, der YouTube-Content hier ist for free. Klar, könnt ihr die Werbung gucken, aber eigentlich ist das ja alles sozusagen kostenlos von mir für euch zur Verfügung gestellt. Klar gibt es die Online-Trainingsprogramme über 4 Wochen meiner Offseason, die Dunkformel, die Sprung, das Sprungkraftprogramm, und natürlich sind das bezahlbare Inhalte. Und jetzt auch das Online-Training ist das erste Mal nicht kostenlos, sondern eine Stunde von 18 bis 19 Uhr am 30. April, wie ich gesagt habe, wird 15 Euro kosten. Ich glaube, jeder Euro ist da wert für die Teilnahme, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass diese eine Stunde 15 Euro wert ist. Und jeder, der Lust hat, nochmal ein Training zu machen mit mir, auch mit direktem Feedback, das Ganze wird über Zoom passieren, der ist natürlich herzlich dazu eingeladen. Ich packe den Link für die Anmeldung hier in die Beschreibung natürlich unter das Video. Das heißt, da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr die 15 Euro mit PayPal bezahlen, und dann bekommt ihr am Donnerstag, einen Tag vor dem Workout, also am 29. den Zoom-Link zugeschickt. Das wird ein Zoom-Workout sein, und dann sehen wir uns vielleicht am 30. um 18 Uhr, ich im Atelier und ihr in der Einfahrt, zu Hause, auf dem Freiplatz, wo auch immer. Ihr braucht keinen Korb. Ja, das heißt, ein paar Quadratmeter und eben diese 3 Hütchen oder Flaschen Wasser, und dann seid ihr ready to go. Für wen ist das Ganze? Das ist natürlich auch noch interessant. Anfänger, komplett Anfänger, wenn ihr noch nie einen Basketball zur Hand hattet oder da das erste Mal einen in die Hand nimmt, dann wird es wahrscheinlich relativ anspruchsvoll. Ja, es ist durchaus für Leute, die schon 1-2 Jahre, sage ich mal, spielen. Grundlagenkenntnisse sollten mitgebracht werden, aber es ist auch was für Fortgeschrittene, die durchaus schon lange spielen. Das heißt, ihr wisst, an den Basics kann man nicht genug arbeiten, und auch ihr werdet gefordert. Das heißt, ich werde jeden von euch aus der berühmten Komfortzone rausholen, ein bisschen rauskitzeln. Jeder wird Sachen machen, die er noch nicht kann. Und selbst wenn ihr schon Profis seid und vielleicht alles könnt, wird es euch nicht schaden, bei diesem Workout mitzumachen. Eine Stunde Vollgas, Link ist in der Beschreibung. 30. April, 18 bis 19 Uhr, vom Atelier zu euch, wohin auch immer. Und es würde mich freuen, viele von euch dann live begrüßen zu dürfen. Wir haben die Technik schon mal getestet, das heißt, sowohl der Sound als auch das Bild sollten ansprechend und auch ganz gut sein. Das ist das erste Workout. Wir sind gespannt, wie viele von euch dabei sein werden. Ich würde mich freuen, viele zu sehen. Und das war das kleine Infovideo. Morgen früh aufstehen oder früh den Wecker stellen, je nachdem. Um 6 Uhr droppt morgen das erste Mal die Montagsmotivation. Ein neues Format. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Mir hat es viel Spaß gemacht, die ersten paar Folgen zu produzieren. Bleibt dabei, ich bin gespannt auf euer Feedback, und vielleicht sieht man sich dann mit dem Ball in der Hand am 30. Haut rein, bis zum nächsten Video.